zu trinken? Ja, eine. Vielleicht holt ihr euch noch was. Wenn ihr uns nämlich dehydriert, müssen wir aus Sicherheitsgründen abbrechen. Sonst würden wir vielleicht noch einen singen. Übrigens, wer Interesse hat, diese Burlesque-Geschichte vielleicht auch noch für den Privatmissbrauch zu erlernen. Betty Kurs gibt auch wunderbare Kurse, da kann man das lernen. Auch, also ich war noch auf keinem Kurs, dürfen nämlich Männer nicht rein. Aber alle Frauen, die dort waren, haben gesagt, es ist wirklich super. Wenn euch das interessiert, sprecht ruhig die Cool Cats mal an. Die können euch genau sagen, wann und wo es solche Burlesque-Kurse gibt. In Dresden gibt es auch welche. Also, wollen wir noch einen? Ja. Wir müssen jetzt noch einen ganz wichtigen Punkt erledigen. Wir stoßen kurz an und dann kriegen wir noch eins. Oder nicht? Doch. Ja, oder? Oder?